Zwei Spielplätze haben in den letzten Wochen und Monaten eine umfangreiche Neugestaltung erfahren. Nun sind sie offiziell zur Nutzung freigegeben. Nach neuen Spielplatzelementen am Broda-Strand hat in diesem Jahr auch das Augusta-Bad vom Spielplatzentwicklungskonzept der Stadt Neubrandenburg profitiert. Die Spielplatzfläche am Strandbad hat sich durch die Erweiterung fast verdoppelt. Klettern und Balancieren stehen hier im Vordergrund. 90.000 Euro wurden investiert. Es ist einer von insgesamt 90 sogenannten Spielpunkten in der Viertore-Stadt. In den letzten zurückliegenden 5, 6 Jahren haben wir 25% davon ungefähr neu errichtet oder eben stark überarbeitet, renoviert, rekonstruiert. Und das ist eine Aufgabe, die beginnt immer wieder von vorn. Also wenn man die Zahl hört, dass es 90 Spielplätze sind, dann weiß man, dass man ja nach 10, 15 Jahren immer wieder auch erneuern muss oder gucken muss, ist es noch auf dem aktuellen Stand, funktioniert das Ganze noch so. Während am Augustabad in Rekordzeit von nicht einmal einem Monat gebaut wurde, dauerte es am Messeplatz im Kulturpark etwas länger. Zwischen Oktober und Dezember 2020 entstand hier ein Spielplatz, gestaltet mit Motiven aus der slawischen Mythologie. Dessen Ursprung liegt in der Suche nach dem Slawenheiligtum Retra, das manche Experten am Ufer des Tollensesees vermuten. Unterstützt durch europäische Fördertöpfe wurden hier 330.000 Euro investiert. Als letztes Element entstand ein Pavillon, gestaltet innerhalb eines dreiwöchigen Mitmachworkshops. Markantestes Spielplatzelement, der vielgesichtige Kletterkopf. Einmal mehr hinterließ Spielplatzgestalterin Jana Wolf hier ihre Handschrift. Nach Angaben der Künstlerin handelt es sich um den slawischen Gott Svantevit. Historisch richtig müsste es allerdings Svarocic, der Stammesgott der Redaria sein, gab Dr. Rolf Voss, Leiter des Regionalmuseums, bei der offiziellen Freigabe zu bedenken. Es bleibt wohl künstlerische Freiheit. Ich konnte mich jetzt auch wirklich sehr, sehr viel einbringen und richtig verwirklichen. Und das ist, war auch sehr, sehr, sehr schwer für mich, gerade diesen Kletterfelsen eben zu bauen. Das war schon eine Herausforderung. Und ja, also ich glaube, das kann ich schon sagen, habe ich jetzt viel drüber nachgedacht. Das war so eigentlich das Beste, was ich bis jetzt gemacht habe. Also ich freue mich sehr. Die neue Kletteranlage ist als Generationenspielplatz konzipiert. Während sich die Kinder an slawischer Mythologie abarbeiten, können sich auch Eltern oder gar Großeltern sportlich betätigen. Entlang des Platzes ist ein Sportparcours entstanden. Nach Art des Calisthenics lassen sich hier Kraft und Balance trainieren. Beides wird anschließend wohl auch gebraucht, um die Kleinen im Guten vom Spielplatz wieder wegzubekommen.